Hallo liebe Leute, hier habe ich von Amazon LED-Streifen zum Testen bekommen. Das ist ein 2 Ampere 64 Watt Netzteil mit dabei. Eine Fernbedienung ist mit dabei, gute Qualität eigentlich. Gefällt mir auch sehr. Ist auf jeden Fall schöner und stabiler als die anderen Fernbedienungen, die ich von LED-Streifen kenne. Ein Modul ist mit dabei, also da kann man jetzt alles das gleiche machen, was man mit der Fernbedienung machen kann, ein, ausschalten, verschiedene Modus umschalten, also funktioniert wunderbar. Und dann hätten wir ein Doppelklebeband und natürlich einen QR-Scan-Code, und da muss mit Handy gescannt werden, kann man einen Programm, also eine App runterladen. Eine Anleitung ist mit dabei, ist Deutsch natürlich auch mit dabei, ist eine wunderbare Anleitung. Ich habe es zwar nicht gebraucht, aber für diejenigen, die eine Anleitung brauchen, ist okay. Dann haben wir zweimal LED-Streifen hier und die sind wasserfest, ist mit Silikon überzogen und sehr helle LED-Streifen. Gefällt mir wirklich sehr, sehr. Also, und die Farben sind auch natürlich sehr schön. Also ich habe hier nichts Negatives finden können von Qualität her. Also da passt eigentlich bis jetzt alles bei diesem Set hier. Und also mir gefällt es vor allem sehr gut. Und dann für diejenigen, die den QR-Scan nochmal suchen, ist in der Anleitung nochmal der QR-Code drin. Also wie gesagt, man kann eine App runterladen, mit dem App lässt sich das auch kontrollieren, mit dem Handy komplett das alles hier. Also hier sehen wir die Fernbedienung, da kann man ein- ausschalten. Hier an. Natürlich kann man das hier über dieses Gerät hier auch natürlich, aber mit Fernbedienung geht es natürlich viel besser. Kann man auf weiß klicken zum Beispiel, dann ist es weiß, und man kann auch die Helligkeit niedriger machen, erhöhen. Natürlich gehen auch andere Farben wie rot, grün, blau und so weiter. Also alle Farben, die man hier hat, kann man natürlich wählen. Dann hat man einen Modus, Mode, da klickt man da an und dann blinkt es. Nochmal draufklicken, dann hat man so eine Art kleine Pulsieren. Nochmal draufdrücken. Nochmal, also gibt es verschiedene Modus hier. Blinkt schneller, langsamer, pulsierend. Und dann kann man auf Rot drücken, dann wird es wieder normal. Dann hat man einen Musikmodus, und ich muss ehrlich sagen, der Musikmodus ist super. Da hat man drei verschiedene Modus für Musik, zum Beispiel Nummer 1. Schalten wir mal aus, an, Musikmodus. So. Test. Das sieht man hier, also ich bin jetzt ungefähr 1 Meter entfernt und der reagiert trotzdem sehr gut, also der Mikrofon. Test. Und gehen wir mal ein bisschen weiter weg, das wäre jetzt 2 Meter. Test. Test. Über 2 Meter geht es auch. Und ich rede nicht mal laut, also normal. Und der reagiert wirklich gut. Also bei einem Zimmer, der laute Musik ist, müsste der schon über mehrere Meter, denke ich mal 5, 6, 7 oder je nachdem wie laut der Musik ist, reagieren. Dann haben wir einen zweiten Musikmodus. Test. 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 Dann haben wir einen dritten Musikmodus. Der pulsiert dann beim Reden. Hallo, Test. Es ist eher ein Pulsieren dann, wie man hier sehen kann. Also finde ich eigentlich super. Und das war es dann eigentlich mit den Funktionen. Also die Helligkeit ist auch sehr, sehr gut.